Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt wieder den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sitzen natürlich im schönen Duisburg. Heute wieder mal bei bestem Wetter und bei großartiger Laune hier. Und ich bin heute wieder mal mit zwei weiteren Leuten im Raum, denn es ist zwar immer noch Corona-Zeit, aber die Annika ist nach quasi gefühlten 3 Jahren wieder im Studio, weil sie in der Zwischenzeit ja von zu Hause aus gearbeitet hat und viele andere Sachen noch erlebt hat. Ich weiß nicht, ob sie darauf noch eingehen wird, aber ich freue mich, dich zu sehen. Hallo Annika. Hallo Frank. Ja, da bin ich auch wieder. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Das ist schön. Kerngesund und munter. Kerngesund und munter und die Freude ist groß. Ja, mittlerweile verheiratet. Auch das noch. Du hast geheiratet ja, in der Zeit. Ja, in der Corona-Zeit. Ich meine, du bist auch größer geworden. Irgendwie. Das auch, in ja. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, weil meine Haare länger geworden sind. Oder keine so. Ahnung. Ist ja auch Wurst. Den Gast, den wir heute da haben im Podcast, den kenne ich noch von früher. Und ich dachte, er redet eigentlich ganz gerne viel und Interessantes. Und dann und hast gedacht, dann kommt er mal direkt laden in den Podcast. Laden wir ihn nochmal ein, genau. Das ist ja cool. Ja, ich sage einfach mal Hallo. Hallo, jetzt darf ich reden, ja? Genau. Hi, Kevin, genau, du darfst reden. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Duisburg ist wirklich so schön, wenn die Sonne scheint. Das ist das Beste, oder? Ja, Wahnsinn. Sonne in Duisburg ja. Heißt Sonne im Herzen. Wirklich. Super. Aber wir müssen jetzt einmal kurz darauf eingehen. Du bist ja eigentlich auch ein Ruhrgebietskind, ne? Ich bin komplett Ruhrgebietskind, 100%. Wir haben gerade schon mal kurz vorher ein bisschen aufgedröselt. Ich war mir nicht mehr sicher, ob Oberhausen, Mülheim, wie auch immer. Aber erzähl doch mal. Also ja, da sind sich viele nicht so sicher. Also auf meinem Personalausweis steht Oberhausen. Ich bin in Oberhausen geboren, habe dann die ersten 10 Lebensjahre in Hagen verbracht, wo man sich ja streitet, ist das schon Ruhrgebiet oder noch das Tor zum Sauerland. Und dann bin ich nach Mülheim an der Ruhr gezogen und habe da eigentlich die wichtigste Phase meines Lebens verbracht, nämlich die von 10 bis 20. Also die persönlichkeitsbildende. Das war dann in Mülheim an der Ruhr und da bin ich dann auch vor 3 Jahren das erste Mal wieder hingezogen und jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal wieder hingezogen. Du ziehst viel um, glaube ich. Ich bin sehr nomadisch unterwegs in den letzten Jahren gewesen. Aber immer im Ruhrgebiet? Ja, ich war in Köln 10 Jahre. Ui, 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 das ui, ist ui, nicht ui, mehr so richtig Ruhrgebiet. Und ich war auch ein Jahr in Berlin, aber das vergesse ich gerne. Gut, da muss man nicht weiter drüber reden. Auf keinen Fall. Okay, warum bist du heute hier? Du machst, glaube ich, irgendwas mit Medien, habe ich gehört. Ja, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, wie antworte ich denn darauf, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache. Ja. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, das kann ich gar nicht sagen. Also in meiner E-Mail-Signatur steht selbstständiger Internettyp. Ja. Und das ist fast auch falsch, weil ich gar nicht nur Internet mache. Ich glaube, inzwischen ist das auch völlig egal, wofür man mal angetreten ist oder was man gelernt hat, sondern ich glaube, wichtiger ist, was man so im letzten Jahr so gemacht hat. Ja. Und da kann man so drauf Rückschlüsse ziehen, was man denn eigentlich jetzt gerade. Und was hast du so im letzten Jahr gemacht? Nix. Nee. Nee, ich muss mal kurz einwerfen. Ja. Auf deiner Seite steht auch, du unterhältst beruflich. So, jetzt haben wir es aber. Mhm. Ja, es ist schwierig. Also ich habe im letzten Jahr, ich habe als Autor gearbeitet, als Formatentwickler. Ich habe Digitalberatung gemacht, Seminare gegeben, mir Sachen ausgearbeitet. Ich bin eigentlich im weitesten Sinne kreativer mit Erfahrung. Das ist aber erstaunlich. Kreativ mit Erfahrung, das ist ja, klingt super. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Ich hoffe, das war nicht mein Auto, was da draußen gerade die Alarm hat. Nö, das wird wahrscheinlich gerade geklaut. Okay. Dann kann ich mich nur wiederholen. Ich hoffe, es war nicht mein Auto. In Duisburg ist echt sicher. Ja. Ohne Frage. Das heißt, vielleicht jetzt mal konkreter, kennt man irgendwas von den Sachen, die du gemacht hast oder arbeitest du eher im Verborgenen? Beides. Also Beides. Ich arbeite zum Beispiel für den WDR, ja. Den kennt man ja vielleicht noch. Ja, da habe ich mal von gelesen. Ja, ja, das ist so ein kleines Medien-Startup hier in NRW. Nee, und wir dösen rum, heißt das doch eigentlich, oder? Exakt. Dazu darf ich mich nicht äußern. Ich berate den WDR Newsroom in seinen Digitalaktivitäten. Okay. Also die haben okay. alle nachrichtlichen Aktivitäten quasi zusammengelegt, weil früher war es so, es gab eine Redaktion für die Fernsehnachrichten, für die Radionachrichten, ganz viele Redaktionen für die Online-Nachrichten und irgendwann hat man gemerkt, das macht gar keinen Sinn, dass es so viele Redaktionen für die gleiche Arbeit gibt. Komisch. Seltsam. Das haben die und gemerkt? Ja, tatsächlich. Und jetzt gibt es den Newsroom und da bin ich quasi der, also intern heißt das Audience Development, also ich bin quasi eigentlich der Social Media Coach des Hauses. Okay. Ich habe aber auch für Promi Big Brother geschrieben, also die Range ist wie gesagt groß. Cool. Und das machst du gerade aktuell?
quasi. Den Newsroom beim WDR mache ich aktuell. Ich betreue noch einen Podcast im Moment mit zwei Influencern, mit mir relativ egal, und Flo Vlog, die einen Spotify-Podcast haben, wo sie die Probleme von jungen Menschen ab 20 behandeln, was quasi ja genau meine Lebensrealität ist. Was haben die denn so für Probleme, Menschen ab 20? Also es ist so die Frage, der Podcast heißt, muss das sein? Und da stellt sich dann tatsächlich die Frage, muss ich denn nach dem Abi wirklich ein Jahr durch Australien backpacken oder kann man auch zu Hause erwachsen werden? Oder muss ich... Das sind natürlich Fragen, die man sich stellen darf. Die sich tatsächlich viele 20-Jährige gerade stellen. Kann man mit dem Pizzataxi nachts nach Hause fahren? Stimmt, das habe ich auch mal gemacht. Oh, du hast ja wirklich Sachen ausgegraben. Ich glaube, das muss ich erklären, ne? Ja, bitte. Gerne. Ich habe mal, ich bin auch so ein bisschen, also du hast ja gerade gesagt, viel im Verborgenen, ja. Es gibt auch Sachen, die ich auf der Bühne mache. Also ich habe zuletzt für den WDR so einen Podcast auch gemacht, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Habe aber früher auch mal so eine, in Anführungsstrichen, ich male gerade so Anführungsstriche in die Luft für den geneigten Hörer und die Hörerin, eine Late-Night-Show in Theatern gemacht. Also ich bin durch Theater in NRW gereist und das war dann eine fortlaufende Late-Night-Show, die im monatlichen Rhythmus sich quasi mit den Dingen beschäftigt hat, die im letzten Monat so passiert sind. Und weil zu einer Late-Night-Show eben auch Einspielfilme gehören, haben wir halt auch Einspielfilme produziert. Und einer dieser Einspielfilme war, ich habe die These in den Raum gestellt, dass es möglich ist, in eine Pizzeria zu gehen, die auch ausliefert, und quasi zu sagen, ich hätte gerne eine Pizza Margherita an die und die Adresse und ich fahre mit. Ich fahre mit dem Pizzataxi. Und das hat funktioniert. Ja, klar. Jetzt muss man das Video nicht mehr gucken, ich habe die Pointe schon verraten, aber es ist echt. Sehr gut, sehr gut. Ich erinnere mich an einen Schlager, der da hieß, in einem Taxi nach Paris. Meinst du das? Würdest du das auch hinkriegen? In einem Taxi nach Paris. Und dann kannst du mir die Pizza vielleicht nach Paris liefern. Das wäre ganz geil. Ich fahre mit, das war super. Die Pizzeria muss man finden, die nach Paris ausliefert. Und wenn du dann auch nur 6,50 zahlst, dann bist du der König für mich. Das ist richtig. Also, ja, nicht schlecht. Ja, vielleicht mal ein Projekt für später mal. Ist auch gut. Gute Pizza ist in Paris, glaube ich, selten. Mit Sicherheit. Ja, vielleicht bringen wir die Pizza. Pizza können die nicht so richtig, ne? Nee. Vielleicht dann doch nach Italien eher? Mit der Pizza nach Neapel. Ja. Mit der Pizza nach Neapel. Auf der Pizza nach Neapel. Ich glaube, wir haben gerade einen Schlager geschrieben. Das wird... Okay, aber wir wollten ja eigentlich eine ganz andere Frage stellen, Annika, oder? Du hast ja gerade noch einen anderen Podcast erwähnt. Ja, da wolltet ihr hin. Ja, ich habe mal einen Podcast gemacht, der hieß Wir reden. Das, was wir jetzt gerade tun. Das, was wir jetzt gerade tun, nur dass ich euch in diesem Fall dann nicht hätte sehen können, denn die Leute haben angerufen. Es war ein Call-In-Podcast. Okay. Und das war, also böse Zungen haben gesagt, das ist ja Domian für Arme. Tatsächlich war es Domian in lustig oder Domian ohne therapeutischen Ansatz. Also es war tatsächlich einfach drauf los. Hast du was gegen Domian? Überhaupt nicht. Bin großer Fan. Großartig, oder? Ja, ich bin großer Fan, auch große Demut gegenüber Domian. Ja. Aber wir haben halt unterschiedliche Ziele. Mit Sicherheit. Wenn jemand bei mir angerufen hat und gesagt hat, dass er eine schlimme Erfahrung gemacht hat, dann frage ich nicht mal als erstes, ob er dabei an Sex gedacht hat. Okay. Und dann? Und dann hat er mir von seiner Geschichte erzählt. Nee, das ist so ein, also das war, glaube ich, der größte Unterschied zu Domian, dass ich nicht therapeutisch nachgebohrt habe, sondern ich habe immer gesagt, bei Wir reden haben die Leute die Geschichte erzählt, die sie auf der Party immer erzählen, womit sie sichere Lacher haben. Und das hat manchmal ganz gut funktioniert und manchmal nicht so gut. Aber es gab auch viele Geschichten, die sich über diese 70 Folgen... Wann hat denn etwas nicht funktioniert? Bei Wir reden? Ja. Also gibt es da so spezielle Muster, wo du sagst, wenn man sich darauf zubewegt, dann merkt man schon so, das wird nichts. Ja, ich habe eine Sache gemacht, die Domian macht. Und zwar hatte ich keine redaktionelle Vorauswahl der Anrufer. Das heißt, jeder konnte anrufen und wenn die Leitung frei war, war er in der Sendung. Das hat natürlich den Reiz für die Sendung ausgemacht und das hat ganz viel Potenzial gehabt, Geschichten auf der Antenne zu haben, die niemals bei Domian gelaufen wären. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass es ab und zu mal Spaßanrufer gab, dass es Fälle gab, wo ich das Gefühl hatte, dass vielleicht eine Nummer zu groß für so einen kleinen Internet-Podcast. Also zum Beispiel ein 15-Jähriger, dessen Bruder sich das Leben genommen hatte, einen Monat vorher. Ja, das ist dann, da kippt es dann schnell. Und tatsächlich gab es dann seit der 5. Wie gehst du dann mit sowas um? Ja, in dem Fall habe ich dann ihm zugehört, habe versucht da irgendwie, also ich habe Verständnis dafür gehabt und habe ihm die auch gezeigt, das Verständnis. Ich hatte aber durch einen Fall, den es vorher schon mal gab, wo ein Jugendlicher angerufen hat, dessen bester Freund in den IS abzurutschen drohte. Seit diesem Moment hatte ich eine Therapeutin, die jeden Abend nicht immer zugehört hat, aber immer Zeit hatte. Und ihr konnte ich dann die Handynummer weiterleiten, sie hat den dann angerufen. Also tatsächlich dann doch am Ende wie Domian. Ja. Und diese Psychologin oder Therapeutin hat sich dann in dem Fall dann auch um ihn gekümmert. Also ich habe ihm dann auch gesagt, du, ich weiß nicht, ob das so gut ist, das jetzt gerade hier vor Leuten zu erzählen, deine Trauer so auszubreiten. Und habe das versucht so aufzufangen. Aber es ist natürlich super schwierig, weil einen das immer kalt erwischt, wenn du eigentlich vorher noch irgendwie mit jemandem eine lustige Geschichte erzählst, wie er irgendwie Zucker mit Salz verwechselt hat. Und dann hast du sowas. Das ist natürlich krass, ja. Ja, verstehe ich. Also ich würde mir dabei natürlich dann auch die Frage stellen, wenn man so ein Gesprächsangebot macht und dann natürlich mit Themen konfrontiert wird,
die man eigentlich nicht so wirklich auf der Pfanne hat, weil ich meine, dazu bist du ja nicht ausgebildet, ne? Du bist ja kein Therapeut, ob man sich da nicht wirklich dann auch zu schnell aufs Glatteis begibt, ne? Ja und nein, dadurch, dass das Setting ja relativ klar ist, also die anrufen, hören auch zu, weil es war jetzt nicht so, dass die Telefonnummer irgendwie überall stand und so. Dadurch glaube ich, dass schon klar ist, wer Sender und Empfänger ist in dem Moment. Und die Leute wissen auch, bin nicht der Psychologe. Was ich halt machen muss, ist, die Leute davor zu schützen, die Geschichte zu sehr auszubreiten oder zu sehr im Großen zu erzählen. Ich hatte immer, zumindest für mich, vielleicht war das auch mein Schutzmechanismus, immer die These, dass die Leute halt anrufen, um einfach ihre Geschichte zu erzählen und um wirklich Hilfe zu bekommen. Und wenn ich das Gefühl hatte, sie rufen doch an, weil sie Hilfe brauchen, dann habe ich mich darum gekümmert, dass es halt diesen Psychologen oder diese Psychologin in dem Fall im Hintergrund gab. Was war die Frage? Ich habe es, glaube ich, nicht beantwortet. Nö, alles gut. Habt ihr einfach nur zugehört. Das ist schön. Aber den Podcast gibt es jetzt nicht mehr. Nee, den habe ich tatsächlich beendet, 2018 würde ich schätzen, erstmalig beendet. Damals, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich habe alles einmal gehört. Also es gab die kuriosen Sexgeschichten, es gab die schlimmen Geschichten. Also es hat wirklich gereicht von, jemand hat Sex im Zentro übrigens, Sex im Zentro an einem Geschäftstag vom C&A am Rondell und wurde deswegen mit Hausverbot aus dem Laden geschmissen. Komisch. Finde ich auch. Bis hin zu dem Lokführer, der einen Menschen überfahren hat, habe ich alles gehabt. Und dann dachte ich so, ich habe irgendwie, das ist die Range, was soll noch kommen? Und habe das dann beendet nach 65 Folgen und etwa 600 Telefonaten. Und als dann jetzt Anfang dieses Jahres der Lockdown war und es hieß, okay, wir werden jetzt erstmal ein paar Wochen alle zu Hause bleiben, dachte ich, okay, wir haben auf jeden Fall Redebedarf und habe den dann nochmal wiederbelebt und habe das schon angekündigt und habe gesagt, okay, ich mache jetzt wieder Wir reden. Und dann hat der WDR mir geschrieben und hat gesagt, mach das doch für uns. Und dann habe ich das eine Zeit lang für den WDR gemacht, ich glaube 16 Folgen lang. Und dann kamen nur Corona-Geschichten oder? Tatsächlich nicht so viele. Also das wollte ich aber auch nicht. Viele Folgen waren sehr Corona geprägt und ich hatte dann so nach 3-4 Wochen das Gefühl, jetzt ist auch alles zu Corona gesagt. Was soll noch kommen? Und dann fing es auch an, dass wir ein bisschen uns gelöst haben und ein bisschen neue Geschichten hatten. Ja. Aber es gab auch immer wieder noch spannende Geschichten, zum Beispiel von einem DJ, der auch in Duisburg viel aufgelegt hat, Steve Clash. Der hat angerufen und der wohnt eigentlich in Berlin. Und er hat gesagt, ich habe keinen Job mehr, ich habe keinen Unterhalt, ich kündige meine Wohnung und werde jetzt bei Freunden wohnen für ein paar Monate. Und das macht er jetzt. Das ist natürlich hart auch, ne? Na gut, aber es ist ja kein Einzelschicksal in der Künstlerszene, ne? Also das muss man ganz klar sehen. Was sind denn so die kuriosesten Geschichten, an die du dich erinnern kannst? Also gut, Sex im Zentro ist schon lustig, aber Sex im Zentro hat sich schon sehr lange gehalten, darauf wurde ich auch immer wieder angesprochen. Okay. Dann hat mal Hanna angerufen und Hanna arbeitet als Sextelefonistin. Aha. Das heißt, in dem Moment, wo sie angerufen hat, hat sie ihr Geschäftsmodell ein bisschen. Und hast du ihr dann eine Rechnung gestellt? Tatsächlich war das kurios, weil wir haben irgendwie 40 Minuten gesprochen und ich dachte mir, deine Kunden hätten dafür jetzt immens viel Geld bezahlt für diese 40 Minuten. Jetzt gibt es das umsonst im Internet. Ja. Ist auch immer noch online und es ist die meist heruntergeladene Folge. Tatsächlich. Komisch. Und sie hat dann erzählt auch von Leuten, die halt ihre verrückten Fetische bei ihr am Telefon ausleben. Also zum Beispiel von einem, der den Fetisch hat, mit einem Teddybären Sexualpraktiken zu vollziehen, während er mit ihr telefoniert. Aha. Die Folge hieß dann entsprechend auch Free Teddy. Die ist immer noch online. Das ist ja gut. Da müssen wir vielleicht mal nachforschen. Das hört sich sehr spannend. Free Teddy. Okay, also jetzt aber mal abseits von allen Sexualgeschichten. Was ich total spannend fand, eine Geschichte, die mich auch wirklich lange nachhaltig noch beschäftigt hat, war eine Dame, die angerufen hat, Sina. Komischerweise bei solchen Geschichten erinnere ich mich auch immer an den Namen. Sina, die das luzide Träumen für sich entdeckt hat, also das Wachträumen oder das aktive Träume gestalten. Du kannst das lernen, indem du quasi... Kannst du auch einfach einen dampfen. Kannst du auch. Nee, das Verrückte ist, du kannst halt deinen Traum kontrollieren, dann wenn du träumst nachts. Okay. Und um das zu tun, muss man sich im Traum klar werden, dass man gerade träumt. Das heißt, so ein bisschen Inception-mäßig, du musst in der ersten Ebene verstehen, dass es die zweite gibt. Und das funktioniert nur, indem du den ganzen Tag Reality-Checks machst. Also es gibt Leute, die stellen sich den ganzen Tag lang im Viertelstundenabstand einen Wecker. Und der macht dann nur einmal Diet. Und dieser Wecker klingelt jede Viertelstunde, auch nachts. Und dadurch, dass du das nachts hörst, erinnerst du dich daran, dass du gerade schläfst. Weil du im Traum diesen Wecker nicht siehst, du hörst ihn aber und weißt, er ist da. Okay, meine Oma wird jetzt fragen, was bringt das, Jung? Ja, da komme ich jetzt gleich zu. Der andere Reality-Check ist nämlich noch gruseliger. Und zwar seine Finger zählen, den ganzen Tag, 1, 2, 3, 4, 5. Weil du im Traum niemals 5 Finger hast. Das heißt, wenn du nachts, wenn du das die ganze Zeit machst und im Traum auf deine Hand guckst und es sind nicht 5 Finger, dann träumst du und wirst dir dessen bewusst. Was das bringt, ist, du kannst halt träumen, dass du fliegst, du kannst dir Dinge ausmalen, du kannst aber auch Realitätsszenarien einfach mal simulieren, weil du sie träumst. Aber macht man das nicht sowieso den ganzen Tag?
Ja, nicht so. Also zum Beispiel Politiker, die sich vorsagen den ganzen Tag, dieses Mal hole ich 18%. dieses Mal hole ich die Mehrheit. Mhm. Zum Beispiel, also nur einfach mal so. Ja, aber es ist, glaube ich, eher tatsächlich so eine Out-of-Body-Experience im eigenen Kopf. Also es hat tatsächlich schon was Halluzinogenes. Okay. Die Gefahr, die es halt birgt, und deswegen ist mir Sina so in Erinnerung geblieben, ist die Schlafparalyse. Und Schlafparalyse ist, der Körper schläft, aber der Geist nicht. Beziehungsweise du träumst, aber du bist wach. Du kannst dich nicht bewegen, weil alle Muskeln entspannt sind. Das wird dann ein medizinisches Problem irgendwann, ne? Es ist vor allem psychologisches, weil du halt, du siehst halt, dass irgendwelche Dämonen in den Raum kommen, Menschen dich angreifen, ein schwarzer Mann im Raum steht und kannst dich nicht bewegen. Und das liegt daran, dass du irgendwann das Schlaf und Wach halt nicht mehr auseinanderhalten kannst oder Traum und nicht Traum. Mhm. Und das ist sehr gefährlich. Deswegen kann ich davon nur abraten, das luzide Träumen zu erlernen, weil man sich damit tatsächlich in eine Gefahr begibt. Aber es war sehr, sehr spannend. Ja gut, also viele Sachen, die spannend sind, sind ja irgendwann auch gefährlich. Na, wie ist Sina denn da rausgekommen? Hast du da von der nochmal irgendwas gehört? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht. Hast du ihr denn Rat geben können? Nö, ich habe mir das angehört und dachte, das ist spannend. Also mein Rat wäre natürlich, ich würde es lassen, wenn ich das Gefühl habe, es kippt gerade. Aber sonst konnte ich ihr natürlich keinen Rat geben. Eine andere Geschichte, die mir einfällt, da weiß ich allerdings, doch Tati hieß die Anruferin. Kati? Tati mit T, mit wie T. Theodor, wie Tati. Tati mit T, wie Tati. Die hatte eine Geschichte, dass sie, auch richtig gruselige Geschichte. Okay. Die hatte einen Mann kennengelernt und so und irgendwann hat sie herausgefunden, sie hat so eine App gehabt, die sie aufzeichnet, wenn sie schnarcht und schläft. Okay. Und irgendwann hat sie in dieser macht App. Macht man sowas? Das waren zwei unabhängige Geschichten, die dann zusammenführen, weil dann hat sie irgendwann in dieser App jemanden flüstern hören, du bist ganz müde, schlaf weiter. Und dann hat sie nachher herausgefunden, dass dieser Mensch nachts bei ihr einbricht und ihr beim Schlafen zuschaut und dann wieder gegangen ist. Nein. Ja, und sie ist dann weggezogen in eine andere Stadt tatsächlich. Gibt's ja gar nicht. Ja. Und das war nicht ihr Freund, also nicht der Mann, der... Das war der Mann, den sie kennengelernt hat, aber das waren eben, also sie waren nicht liiert und so eng war das nicht. Und der ist dann aber trotzdem bei ihr eingestiegen und hat sie quasi hypnotisiert. Nee, beim Schlafen beobachtet und immer nur geflüstert, du bist ganz müde. Wir wollen nicht wissen, was er sonst noch gemacht hat. Wahrscheinlich nichts, das hätte sie wahrscheinlich auch erzählt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, was sind denn deine aktuellen Projekte, also jetzt mal abgesehen von... Es ist tatsächlich alles so in Fluss Schwebe. Also dadurch, dass Corona da war, ich hätte eigentlich jetzt bei der EM gearbeitet für die Sportschau. Das findet nicht statt, wie wir gerade merken. Bist du denn komplett so Freelance unterwegs? Ich bin komplett Freelancer, ja, genau. Okay, und das schon seit ewig, oder? Nee, seit Ende 2018. Also ich habe im Jahr 2018 für so ein junges journalistisches Projekt gearbeitet, für Watson Deutschland, den Start von Watson Deutschland betreut. Ja. Und habe dann da nach 6 Monaten auch wieder aufgehört. Weil? Das war, wir hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, das gibt's ja schon mal, wie ich da arbeiten sollte. Und habe danach gesagt, das tue ich mir jetzt nicht nochmal an und mache mich jetzt selbstständig. Und was ich jetzt gerade, also ich habe 3 große Projekte in meinem Kopf. Das eine Projekt ist, ich werde im Oktober Vater. Das ist so das... Das ist ein ziemliches Projekt. Das ist ein ziemliches Projekt. Kann ich dir jetzt schon versprechen. Das ist das Projekt, was mich auch so am meisten bindet. Es wird auch dein größtes bleiben. Ich glaube das. Das andere Projekt, was ich habe, was so sehr untypisch ist für alles, was ich gerade erzählt habe, ich plane eine größere Social-Media-Pause zu machen. Also im Sinne von 3 Monate. So Detox-mäßig? Ja, oder? Genau. Okay. Weil ich merke, dass es mir gut geht, wenn ich ein paar Tage mich nicht damit beschäftige, wie es anderen Menschen geht. Also das mache ich jedes Wochenende. Das ist sehr klug. Ich lasse mein Handy quasi aus. Ab und zu muss ich mal von Berufswegen irgendwas nachschlagen, aber ich halte das weitestgehend durch. Das ist sehr gesund, glaube ich. Ja. Also ich habe im Januar mir eine Woche gemacht, das war für mich schon viel, ich bin sonst sehr addicted. Also ich habe so 6 bis 8 Bildschirmzeitstunden am Tag. Und ich habe tatsächlich im Januar eine Woche gemacht, wo ich mein Handy an einen Ort gelegt habe, auf den Schreibtisch und immer dahin gehen musste. Das Handy ist nie zu mir gekommen. Das war sehr gut und das war so der Anfang, wo ich gemerkt habe, das ist vielleicht mal ganz gut, mir das so ein bisschen anzueignen. Der nächste Schritt ist natürlich, das Handy nicht in Bettnähe zu haben. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man glaubt. Und der nächste Schritt wird dann halt tatsächlich der große Schnitt sein, 3 Monate halt mal gar nicht Social Media zu machen. Und was machst du dann? Also Vater sein.
Vater sein, wahrscheinlich fange ich vorher schon an. Wie erklärst du denn deinem Kind, deinem Neugeborenen, dass du gerade kein Handy zur Verfügung hast? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Um es permanent zu fotografieren. Aber was macht twitterperlen.de denn ohne deine Tweets? Mal sehen, die werden wahrscheinlich, vielleicht müssen sie sich selber mal Sachen ausdenken, um Geld zu verdienen. ich weiß es noch nicht. Also ich werde nicht ganz Handy detoxen. Ich glaube, das ist nicht realistisch. Ich glaube, es wird auch nicht zu 100% Social Media Detox möglich sein. Deswegen habe ich mir einen zweiten Instagram-Account angeschafft, bei dem ich nur 15 Leuten folge, nämlich engsten Freunden. Weil ich habe das Gefühl, Social Media ist inzwischen ja nicht nur dieses Ding am Handy, sondern Social Media ist ja auch mitkriegen, was die Freunde machen. Weil viele Freunde sagen, ich habe das doch gepostet. Also ich habe zum Beispiel Freunde und Bekannte, die, glaube ich, von meiner Verlobung nichts mitbekommen hätten, wenn ich es nicht gepostet hätte. Und was ist denn so mit so Grußkarten und Einladungskarten? Hat man das heute nicht mehr? Ja, das habe ich verschickt tatsächlich zur Hochzeit. Okay, cool. Aber ich würde behaupten, dass dieses Social Media Detoxing vor allem was mit mir macht, weil ich merke, dass ich, auch wenn ich es immer abschreite, tatsächlich FOMO habe, Fear of Missing Out. So, dass ich merke, dass wenn ich sehe, dass andere Leute auf einer Party sind, auf der ich entweder nicht eingeladen bin oder mich dazu entschieden habe, nicht hinzugehen, dass das was mit mir macht. Und das finde ich nicht so einen guten Effekt. Aber du bist doch jetzt seit, das finde ich aber spannend, du bist jetzt seit knapp 2 Jahren selbstständig, ne? Ja. Und das heißt ja, du hast eine andere Form der Eigenständigkeit gewonnen, wenn man es jetzt mal positiv formulieren möchte. Absolut. Und dann lässt du dich aber von deinem digitalen Gadget wieder einfangen. Hat da nicht irgendwie, als du den Schritt vollzogen hast, selbstständig zu werden, schon was Klick gemacht? Es ist noch schlimmer, finde ich, weil ich ohne Social Media niemals diesen Beruf bekommen hätte. Okay. Also ich habe eigentlich eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht damals. Ja. Ich denke, du bist Germanist, ganz eigentlich. Das ist eine massive Übertreibung. Okay. Also ich habe eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht und habe danach gedacht, dass ich habe keine Lust die ganze Zeit bei so Death by Excel war das. Mhm. Und habe gesagt, ich gehe mal an die Uni. Aber als Veranstaltungskaufmann wärst du ja jetzt sowieso pleite. Also da wäre ich jetzt würde ich auch detoxen. Genau. Und habe dann gesagt, ich gehe jetzt an die Uni, weil ich muss irgendwie, ich brauche ein Argument, warum ich mich Feed your brain. Selbst, nee, ich wollte nicht studieren. Okay. Ich brauchte nur den Ich brauchte ein Ticket. Ich brauchte vor allem das Argument, nichts zu tun. Also okay. Ich wollte mich selbst entdecken oder ich hatte das Gefühl, in mir schlummert mehr als Veranstaltungskaufmann. Wie alt warst du da? Ich habe die Ausbildung angefangen 2011, beendet 2014. Ich bin 89 geboren, 25. Ach so. 25 war ich da. Da habe ich gesagt, das kann nicht alles sein. Und bin dann an die Uni gegangen und bin dann an der Uni zum Campusradio gegangen und war dann 2 Jahre beim Campusradio in Bonn, aber diese Germanistik-Geschichte, also ich, um euch zu erklären, wie ernst ich das genommen mit dem Studium, ich bin zum Einschreiben gegangen und die haben zu mir gesagt, ja, sie brauchen aber ein zweites Fach, sonst können sie nicht studieren. Und ich habe gefragt, was haben sie denn? Und dann hat sie gesagt, naja, also was ist denn über? Was muss noch weg? Genau, wirklich, genau so war das. Und dann hat sie gesagt, naja, Hispanistik wäre frei, das aber auf Spanisch. Und dann hat gesagt, nee, nicht so. Oder katholische, evangelische Theologie. Habe ich gesagt, ja, ich bin noch nicht aus der Kirche ausgetreten, ich nehme katholische Theologie. Sehr gut. Und ich weiß bis heute nicht, wo ich hätte hingehen müssen, um da Veranstaltungen zu besuchen, weil ich habe das nie gemacht. Also so ernst habe ich es mit meinem Studium genommen. Ich habe es ein Semester so ein bisschen versucht und dann bin ich in ein Seminar gegangen und da war eine Frau, Frau Ayola, Grüße an dieser Stelle, die hat gesagt, wir lesen dieses Semester 16 Lektüren in der Originalsprache, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Das war Komparatistik. Okay. Und ich dachte so, das ist nicht so mein Ding. Das Nibelungenlied auf Alt-, Mittelhochdeutsch, war ich auch nicht so. Ich hab's geliebt. Wirklich? Ich habe meinen Abschluss in Medievistik gemacht. Ach. Meine Magisterarbeit habe ich da in Medievistik geschrieben. Ja, ja. Vergleichende Literaturwissenschaften, mein Freund. Ja, genau. Und das habe ich studiert. Siehst du? Also, ich mache nochmal Anführungsstriche in die Luft. Studiert. Ja, ja. Ich könnte dir sogar, ich glaube, ich kriege den Titel noch zusammen. Stationen des literarischen Kampfsanges. Antiherrschaftliche Lyrik von Walter von der Vogelweide bis Bertolt Brecht. Natürlich. Jetzt kommst du. Wo hast du das studiert? In Duisburg. Ach, natürlich. Bei dem Medievistikpapst, Professor Urbanek, Ferdinand. Der Bonner Mediavistik-Mensch, der gilt auch so als Koryphäe wohl. Ja, gab in Deutschland, glaube ich, so 3 oder 4. Ja, und das ist aber bei Urbanek war, fand ich immer der Beste, weil der konnte auch richtig einen Stiefel vertragen. Wir haben öfter mal zusammen und das ein oder andere genommen. Ja, ich gehe heute noch jedes Jahr zu seinem Grab und singe sein Lieblingslied. Oh, wow, das ist sehr schön. An seinem Todestag, ja. Krass. Mit dem Taxi nach Paris. Nein, das ist nicht mit dem Taxi nach Paris, das ist tatsächlich Heute hier, morgen dort von Hannes Wader. Oh, das ist aber auch ein schönes Lied. Das ist ein Hammer. Ist und ist vor allem einer der besten Songs. Ich finde, der Song, den man an einem Grab singen sollte, oder? Ja.
Schon. Aber tatsächlich, also das fand ich alles schlimm. Also das Studieren auch, weil ich halt auch das Gefühl hatte, ich war nach der Ausbildung gefühlt fertig so und wollte halt machen. Man musste mich nur lassen. Und ehrlicherweise. Ja, aber wer lässt einen denn heute? Also. Ja, das war das Ding. Ich wusste es nicht. Und bin zum Campusradio gegangen und habe dann halt alles gemacht, was ich konnte, wurde dann irgendwann Chefredakteur, habe dann eine Morning-Sendung gemacht und so. Und war aber eigentlich so einfach mal drauf los. Und genauso wie ich meine Ausbildung bekommen habe, nämlich, hey, willst du nicht eine Ausbildung machen, habe ich dann auch meinen Job danach bekommen, über meinen Twitter-Account, weil Menschen von 1Live auf mich aufmerksam wurden und meinen, wir brauchen lustige Menschen, willst du nicht als Autor bei uns anfangen? Ja, cool. Sehr kurz gefasst. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich als freier Autor bei 1Live angefangen und wurde dann da auch immer festangestellt und war dann 3 Jahre oder 2,5 Jahre festangestellter Onliner bei 1Live. Und habe da mir das ganze Know-how irgendwie des Onlinens drauf geschaffen, beziehungsweise des professionell Onlinens, was heute rechtfertigt, warum ich Social Media Berater bin. Nur, dass ich halt, als ich da angefangen habe, dieses Know-how offenbar schon mitbrachte, nur dadurch, dass ich seit Jahren getwittert habe und immer schon so, ich war Digital Native in einer Welt, in der die Leute das eben nicht waren. Richtig. Und das ist der Job, den ich heute auch mache. Ich habe keinen IHK-Abschluss in Social Media. Und ich glaube auch, dass es niemandem was bringt, diese Social-Media-Manager-IHK-Ausbildung. Meine These. Ich glaube, es bringt was, selber die ganze Zeit addicted zu sein und sich damit zu beschäftigen und so. Deswegen jetzt diese 3 Monate Detox fast ein Harakiri-Kommando ist. Aber vielleicht eben auch nicht, weil vielleicht gucke ich dann... Aber es wird dich auf andere Ideen bringen. Und es wird vielleicht auch dazu führen, dass du ganz andere Themen aufbauen wirst für dich. Ich meine, du wirst immerhin Vater, du wirst in Zukunft definitiv andere Themen haben. Definitiv, absolut. Ja, cool. Ja. Bist du eigentlich schon zu alt für TikTok? Beruflich nicht, privat merke ich auch nicht. Das Ding bei TikTok ist, glaube ich, jetzt muss ich kurz professionell werden, TikTok ist jetzt 100% algorithmisch aufgebaut. Also der Urheber verschwindet komplett hinter seinem Content. Und das ist der Grund, warum jeder, der TikTok aufmacht, wenn wir drei uns jetzt TikTok neu installieren würden, öffnen würden, wir würden alle unterschiedliche Videos sehen und würden wir es für eine Viertelstunde benutzen, hätten wir danach eine Experience, die uns die App so zeigt, dass sie uns gefällt. Das heißt, eigentlich ist niemand zu alt für TikTok, aber zu alt, um Content für TikTok zu generieren, bin ich wahrscheinlich schon seit 20 Jahren, ja. Das heißt, die Zielgruppe ist eigentlich 5. Es ist so verrückt, weil TikTok so wahnsinnig schnell ist und so wahnsinnig jung. Also die Leute sind halt wirklich 16, die da kreativ sind. Und die kann dahinter komplett verschwinden. Ja, das finde ich. Das finde ich schon grauenhaft, muss ich sagen. Also wir hatten früher andere Sachen, um komplett zu verschwinden. Das wollte ich gerade sagen. das finde ich schon auch ein Stück weit besorgniserregend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da jetzt nicht so obervorsichtig und sage, du aber heute nur 1,5 Stunden oder so. Ich meine, dann wird man ja eher ausgekichert von seinen eigenen Kindern. 1,5 Stunden ist klar, geh mal. 1,5 Stunden hatte ich schon vorm Wecken. Und ich finde das schon komisch, dass man sich bewusst diesem Medium derart intensiv hingibt und darüber Zeit und Raum verliert. Und zwar komplett. Und das jeden Tag. Mir geht's dann nicht anders. Ich weiß nicht, also als Mensch, der mal Literatur studiert hat, hat man natürlich auch irgendwann mal George Orwell gelesen. Und man weiß mit diesem Big Brother zumindest noch so ein bisschen was anzufangen. Und das ist ja eigentlich genau das, was damals beschrieben wurde, nur in etwas anderer Form. Also dir wird vorgegaukelt, du bist ein Individuum, aber eigentlich bist du ja nur eine Klette, die irgendwie an einem großen Bildschirm hängt und genau das machst, was verordnet wird, nämlich du bleibst zu Hause. Ja, und das Gruselige ist aber ja, dass es wie George Orwell ist, aber in privater Hand. Ja. Also es ist ja keine staatliche Geschichte, also, sondern es sind Unternehmen, die nur finanzielle Interessen am Ende haben. Und diese finanziellen Interessen eben so verfolgen, dass sie dafür sogar halt auch ins Staatliche eingreifen. Ja, aber da finde ich, ist ja die Parallele dann zum Drogendealen sehr stark, weil das ist ja letztlich auch organisiert, das ist auch 1A durchgetaktet und man begibt sich auch in eine Abhängigkeit. Und das ist aber aus einem Grund, finde ich, noch schlimmer als Drogendealen. Also das klingt jetzt so, als wäre ich kein Fan, ich liebe Social Media trotzdem. Ja, klar. Aber es ist deswegen gefährlicher, weil jeder die Droge bekommt, die ihm am besten das Gefühl vermittelt, er braucht mehr davon. Also es ist nicht einfach so, wir nehmen alle Heroin und werden süchtig, sondern jeder kriegt sein eigenes Heroin und es macht dich genau danach süchtig, wo genau deine Schwachstelle ist. Und das ist an Social Media eigentlich so gefährlich, aber auch so reizvoll, weil du halt gleichzeitig
plötzlich gibt es etwas, das wirklich personalisiert ist. Okay. Weißt du, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber du bist in einer Zeit aufgewachsen. Aber ich sehe noch gut aus, meinst du? Du siehst sehr gut aus, aber du bist anders als Annika und ich mehr in einer Zeit aufgewachsen, ja, in der das Fernsehen noch ein Straßenfeger war. Das ist richtig. In der die Leute tatsächlich, 10 Millionen Menschen haben das Gleiche geguckt. Heute findest du doch kaum noch etwas, das 2-3 Millionen Menschen gucken, wenn es nicht gerade ein Tatort oder ein Fußballspiel ist. Mhm. Und es wird alles immer viel diverser, alle gucken sich viel mehr aus, was ihnen individuell gefällt. Naja gut, aber es gab ja auch Kunstströmungen, die genau das als Ziel ausgerufen haben, schon in 60er oder Anfang 70er Jahren. Ne? Also dass damals ja schon ich komme jetzt nicht auf den Namen, es war glaube ich ein chinesischer Künstler, der gesagt hat, irgendwann wird jeder seinen eigenen Fernsehkanal haben. Genau. Und genau das ist ja jetzt erreicht. Exakt, ja. So, ne? Und von daher hat sich seinerzeit, also die Vision, die Kunst hatte, ist heute in der Gesellschaft angelangt. Und nicht nur im bildenden künstlerischen Bereich, sondern ich sag mal, letztlich das, was George Orwell prophezeit hatte, ist ja auch angelangt. Mhm. Etwas anders gelagert, politisch sicherlich nicht so stark intendiert, wie das in der Literatur in der Vorlage gegeben war. Aber die Auswüchse sind doch ähnlich. Also das, oder es ist zumindest vergleichbar, sagen wir mal ja, so. Ja, ich weiß total, was du meinst. Mhm. Und gerade bei TikTok merke ich das eben an mir selber total. Mhm. Weil ich denke, ich gucke da jetzt mal kurz rein und dann sind 2 Stunden rum. Mhm. Und so geht es, glaube ich, jedem, weil die App eben so darauf zurechtgeschnitten ist, viel mehr als Instagram oder Facebook, die halt wirklich von allen Inhalten, die es gibt, die für dich am besten passenden anzuzeigen. Und das zieht dich dann in den Sog. Also ja, genau, das zieht dich dann rein. Und das finde ich auch, also das gefällt mir selber auch nicht so, weil ich eigentlich eher ein Mensch bin, der dann, bei Instagram wird das, glaube ich, sehr massiv betrieben. Ich habe das über Twitter viel gemacht. Mhm. Du liest halt Sachen, dann wirst du auf Menschen aufmerksam und dann tauchst du in sein Universum ein und entdeckst Menschen, Urheber und Ideen. Und das ist bei TikTok völlig egal, wer Sachen macht, sondern es geht nur noch um den Inhalt. Das ist spannend. Und ich glaube, das ist sehr modern. Ich glaube, das ist ein modernes Verständnis von Content. Ich glaube, der Urheber wird immer egaler. Aber für mich als Urheber ist es natürlich mit einem großen Ego ein bisschen schade. Ist ja auch schade, wenn du egal wirst, oder? Ich meine, du wirst ja dann letztlich auch deines Ertragsmodells beraubt, ja, deiner Perspektive, deiner Zukunft. Grüße an Twitter-Perlen nochmal an dieser Stelle. Ja, auch das. Also ja, würde ich zumindest auch deutlich kritisch sehen. Ja, ist. Und du hast demnächst eine ganz andere Verantwortung. Und ich habe eine andere Verantwortung. Ich glaube aber, dass mein Kind. Ich hoffe, deine Frau ist irgendwas Solides, so wie Lehrerin oder so. Die war tatsächlich zuletzt in im Einzelhandel tätig. Guck mal. Ja. Also das ist auch toll. Also das ist auch, also ich, ohne jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich war in den letzten Jahren liebestechnisch eher in der Medienbranche unterwegs. Okay. Und es tut sehr gut, das jetzt mal nicht zu sein. Das glaube ich dir gern. Ja. Also so ganz normale Probleme hast du jetzt. Wirklich, ja. Super. Das ist wirklich toll. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie sind wir drauf gekommen? Ist egal. Die Frage war aber toll, weil ich wollte sie eigentlich noch beantworten. Wie ich jetzt warum ich jetzt mit Social Media detoxe, wenn ich das Gefühl habe, dass das dass es mein Beruf ist und mein Weg und meine Einflüsse und so. Tatsächlich ist das die größte Krux an der Geschichte, dass ich Angst habe, mich meiner Existenzgrundlage zu berauben, weil ich alle meine Berufe über meine Social Media Kanäle generiert habe. Ja, verstehe ich. Ja. Aber manchmal macht man sich ja auch interessant, indem man sich ein bisschen rar macht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du dann plötzlich nach 3 Monaten wie Phönix aus der Asche herausschießt mit einer Knalleridee und du wirst Angebote bekommen. Das hoffe ich. Weil der Markt ist ja da. Ja, absolut. Und Player werden ja ständig gesucht. Also Leute, die kreativ sind und eigenständig und Ideen haben. Also das ist zumindest so meine Erfahrung. Ne? Und du hast ja noch das Alter. Du bist ja noch nicht so biblisch wie ich. Ja, und auf jeden Fall glaube ich, dass meine Tochter in einer Welt aufwächst, in der Urheber egaler wird. Wie wirst du mit der umgehen? Was Medien angeht? Ja. Das ist noch nicht ganz geklärt für mich. Weil naja, dahin ist ja wahrscheinlich auch, gibt's ja wieder ganz, ganz andere Geschichten. Absolut. Überleg mal, wann wurde das iPhone vorgestellt? 2008. Das ist jetzt 12 Jahre her. Ja, guck mal, Facebook gibt's jetzt gerade 10 Jahre oder 11 vielleicht, aber das ist ja auch noch nicht so ein Urzeitkrebs. Also. Ja. Und jetzt überleg mal, also meine Tochter kommt in das relevante Alter für Social Media und für Handys und sowas, schätze ich, wenn sie 6 ist und auf andere Schüler trifft, wo die ersten schon mit Smartphones rumrennen. Ja, klar. Das wird so die, also ich glaube, Kindergarten und so, da ist das noch nicht so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in Grundschulen. Ja, aber in der Grundschule ist das jetzt schon so. Ja. Und das wird in 6 Jahren noch viel doller sein. Also in 6 Jahren geht's, glaube ich, nicht ohne Smartphone. Schätze ich. Wie würde jetzt Attila Hildmann sagen, bis dahin können wir unser Ego schon in die Cloud hochladen.
Ja, nur wer will's haben. Ja, eben. Das ist super spannend. Ich kann das gar nicht einschätzen, wie ich da auch selber bin, weil ich selber das Gefühl habe, also ich fange auch jetzt schon an zu sagen, ich muss mir eine Schrotflinte und Steinsalz kaufen und ich muss sie beschützen und meine Hände um sie legen. Es wird eine Tochter übrigens. Ja, haben wir schon so ein bisschen rausgehört. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch eigentlich, wenn ich jetzt mich davon emotional löse, sachlich, habe ich das Gefühl, muss man Medienverständnis eigentlich schon mit 3 schulen. Also eigentlich musst du von vornherein anfangen zu erklären, dass es sowas gibt wie das Internet. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube ja, dass das viel mit der Bildung zu tun hat. Und das meine ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Bildung. Und Bildung fängt ja ganz, ganz früh an. Und auch eine Medienbildung müsste, glaube ich, schon ab der Kindergartenzeit erfolgen. Das Problem dabei ist nur, du hast diese Ausbilder, richtig, die Erzieher, die Pädagoginnen und Pädagogen nicht. Und die haben diese Ausbildung. Das Problem ist aber auch, dass es unterschiedliche soziale Schichten gibt und Familien gibt, die, wo jetzt die Kinder mit 14, 15 immer noch kein Top-Smartphone haben oder Tablet oder irgendwas. Also. Und ich finde es noch schlimmer, es gibt halt ohne Ende Familien, wo die Eltern halt keine Ahnung haben, was ihr Kind da tut, weil sie selber gar nicht wissen, wie Social Media funktioniert, weil sie selber gar kein Smartphone haben. Das liegt aber auch daran, glaube ich, dass wir wirklich da eine Übergangsgeneration sind. Absolut, ja. Und die Eltern wissen alle nicht, was sie da tun. Natürlich nicht. Und ich merke das halt, ich gebe auch Seminare so, was Social Media angeht, und merke das sehr oft, dass der Bildungsstand ist das falsche Wort, der Kenntnisstand bei den Teilnehmern sehr unterschiedlich ist. Mhm. Es gibt Leute, die hatten noch nie ein Smartphone in der Hand und denen soll ich dann erklären, wie Instagram funktioniert. Mhm. Das ist halt schwierig, wenn da jemand anders sitzt, der sich selbstständig gemacht hat, weil er TikTok-Videos produziert. Mhm. Und denen muss ich dann das Gleiche erzählen, das klappt nicht. Mhm. Aber das ist genau das Problem, das wir gerade haben, glaube ich. Also eigentlich glaube ich, dass du so wie ein Schwangerschaftskurs eigentlich jetzt gerade einen Medienkurs für alle werdenden Eltern anbieten müsstest. Also zumindest noch 5 oder 6 Jahre. Das ist vielleicht deine Idee für nach den 3 Monaten, die du hast. Vielleicht ein Startup, ne? Ja, guck, und schon wirst du uns vielleicht in 2, 3 Jahren mal dankbar sein. Eigentlich wirklich meine Granatenidee kam mir, als ich mit denen da am Tisch saß. Das ist wirklich eine gute Idee. Zack. So, wir sind dabei. Ich wäre gerne beteiligt. Ne? So, wir bauen das auf, wir machen das. Alles klar. ich wollte dich eigentlich jetzt nach deinen Plänen fragen für die Zukunft, aber das haben wir ja jetzt schon so ein bisschen abgearbeitet, ne? Ja, das Schwierige ist, ich habe es ja ganz eingangs schon mal gesagt, meinen Beruf zu beschreiben kann ich nur, indem ich erkläre, was ich die letzten 12 Monate gemacht habe. Mhm. Dementsprechend kann ich auch nicht erklären, wie die nächsten 12 aussehen. Außer, dass ich weiß, da kommt ein Kind. Und das wird, glaube ich, alles durcheinander bringen. Mhm. Ja. Wird es. Ich bin bereit. Alles gut. Und das ist die größte Lüge der Welt. Ich bin natürlich nicht bereit. Ich glaube, man kann nicht bereit sein. Nein. Und du kannst dich auch nur marginal vorbereiten, ja, genau, um dir noch ein bisschen Feuer zu machen. Nein, aber ist doch gut, wenn man das auf sich zukommen lässt, glaube ich tatsächlich. Aber ich hatte schon mal einen Hund. Das, was die Organisation angeht, kein Problem. Ja, nee, wenn du schon einen Hund hattest, das ist natürlich super. Gibt's so einen großen Tipp, den du mir jetzt geben kannst, den alle Eltern falsch machen? Ja. Ja, bitte. Sage nie, du hattest schon mal einen Hund und deswegen wärst du bereit für ein Kind. Und ich habe noch was gelernt, das ist, glaube ich, der größte Tipp, den man als Eltern haben kann. Das ist jetzt keine Spitze in Richtung meiner Eltern, aber man darf niemals Dinge versprechen, die man nicht einlösen kann. Ja, würde ich anders sehen, als altgedienter Vater. Oder die man nicht einlösen will. Das würde ich sagen, das ist besser. Aber einlösen kann, es kann ja immer mal was dazwischen kommen. Ja, stimmt. Aber verspreche nichts, was du nicht einlösen willst. Ja, das ist gut. Das ist besser. Ja, das gefällt mir. Ey, das ist ein cooles Ergebnis. Und da wären wir doch auch schon fast wieder am Ende unserer Folge, oder? Hast du noch was? Ich habe nichts mehr, nee. Möchtest du uns noch was mitgeben auf die Reise? Ja, ich habe Annika eigentlich vorher angedroht. Ich wollte eigentlich die längste Folge, die ihr je hattet, produzieren mit euch. Ah, okay. Da musst du aber noch ein bisschen drauflegen. Was ist euer Rekord? Bitte? Was ist euer Rekord? Länger jetzt? Ja. Sein 50 Minuten so um oder die so? 50 waren wir. Dann müsstest du jetzt noch ein bisschen was liefern hier. Ach, na, ist ja auch egal. Das ich komme einfach nochmal wieder. Und dann legen wir das nach deiner Vaterschaft. Exakt. Nee, also dann bist du während der Vaterschaft. Ja, so. Zur Vaterschaft dann. Ja. Nach meinem Detox vielleicht. Vielleicht kann ich euch ja dann erzählen, wie es war.
Das ist eine gute Idee. Wie deine Startup-Pläne laufen. Richtig, genau. Ja, wunderbar. Dann wär's das für heute, oder? Ja, danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. In diesem Sinne, wir hören uns demnächst. Ach nee, Moment, wir müssen ja noch quasi einen kleinen Abbinder machen, weil, liebe Ruhr-Podcast-Gemeinde, das ist heute die letzte Folge vor den Sommerferien. Das heißt, ja, du bist quasi sowas wie, du musst jetzt die Spannung bis Mitte August halten. Genau, wir machen Podcast-Detox. Wir machen Podcast-Detox. Wir gehen in die Sommerquarantäne. Können wir einen Cliffhanger machen? Machen Cliffhanger. Das ist richtig krass, was ihr habt mir das ja gerade vorher schon erzählt, was ihr Mitte August plant. Ja. Und ich muss sagen, wenn das rauskommt, krass. Also das ist auf jeden Fall Schlagzeile der Westen.de. Ist das so? Mm, echt krass. Hammer. Sollte man sich anhören Mitte August. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann. Gehabt euch wohl. Bis tschüss. Dahin. Tschüss. Ruhr Podcast.